bin Yvonne und mache heute einen super leckeren Nachtisch für euch. Kommt aus der Türkei, aus dem Osmanischen Reich, nämlich einen Mandelpudding. Als Zutaten brauchen wir eigentlich nur 25 Gramm Butterschmalz. Anstatt Butterschmalz könntet ihr auch Butter nehmen. 25 Gramm Mehl als Süßungsmittel. 50 Gramm Zucker ist ja schließlich ein Nachtisch. 300 Milliliter Milch. Und der Namensgeber 100 Gramm gemahlene Mandeln. Damit es später auch für das Auge gut aussieht, habe ich noch etwas Deko mitgebracht. Ein paar getrocknete Beeren, bisschen Himbeeren, bisschen Pistazien. Ich gebe als erstes den Butterschmalz in den Topf und lasse ihn schmelzen. Butterschmalz ist das reine Butterfett, lässt sich deshalb höher erhitzen, enthält viele kurzkettige Fettsäuren und die sind ja gut für die Darmgesundheit, deshalb nehme ich das immer ganz gerne. Dann mache ich eine helle Einbrenn, gebe also das Mehl dazu, immer kräftig rühren, die Mandeln dazu auch immer noch rühren und die kalte Milch auf einmal hineingießen und kräftig rühren. Einmal aufkochen lassen, den Zucker dazugeben und nochmal aufkochen lassen. Jetzt den Topf vom Herd nehmen, das Ganze in Schälchen abfüllen, kalt stellen, bevor die Deko draufkommt. Und das war's eigentlich schon. Die Menge ergibt 6 kleine oder 4 größere Nachtische. Ich nehme immer lieber kleine. In den kleinen Gläschen ist das Ganze auch nach 10 Minuten schon abgekühlt und ich kann anfangen, es zu dekorieren. Je nach Saison einfach, dass da noch ein Farbtupfer obendrauf ist. Tada! Es ist so einfach und schnell gemacht, ohne Zusatzstoffe, mit Zutaten, die man in der Regel zu Hause hat. Also wer da noch Pudding aus dem Päckchen kocht, ist gerade mal selbst dran schuld. Dann wünsche ich euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.